Guten Abend, herzlich willkommen bei Plus Minus, Ihrem Wirtschaftsmagazin. Sind Sie ein Schnäppchenjäger? Ich schon, wenn nämlich die bisweilen langwierige Suche nach dem besseren Preis mit dem guten Gefühl belohnt wird, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Zugegeben, da geht es dann eher um Schuhe oder Hemden oder so. Aber das geht auch im Supermarkt. Der Trick heißt Mindesthaltbarkeitsdatum. Immer mehr locken preisbewusste Kunden mit diesen Sonderangeboten. Kurz vor Ablauf der Haltbarkeit sind die Produkte bis zu 50% reduziert. Mittlerweile richten viele ihren Wocheneinkauf auf die Schnäppchenangebote aus. Interessant aber ist, dass bei dieser neuen Preisrunde ausgerechnet Discounter wie Aldi sehr zögerlich sind. Frühmorgens in Deutschlands Supermärkten. Die Preise purzeln, Lebensmittel so günstig wie nie. Die Tasche ist fast voll. Ich hätte statt 21 habe ich nur 11 Euro bezahlt. Grund für den Preissturz? Das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft ab. Viele Discounter und Supermärkte geben jetzt satte Rabatte. Ihr merkt, das Interesse ist größer geworden an reduzierter Ware. Ob das jetzt jemand ist, der viel Geld hat, wenig Geld hat, Großfamilie, Singles, also jeder nimmt das sehr gut an. Der tägliche Ausverkauf im Supermarkt. Schwer tut sich da ausgerechnet Branchenriese Aldi. Er folgt diesem Trend nur zögerlich. Die werden genau prüfen, wie die Kunden das wahrnehmen, wie sie es bewerten. Und wenn der Trend weiter so geht, Lebensmittel darf man nicht wegwerfen, dann wird auch Aldi das nutzen. Plus minus bei Tegut, der großen Kette aus Hessen. Wir begleiten Christina Hager. Die vierfache Familienmutter plant ihren Speiseplan vor allem nach Schnäppchen und wird überall fündig. 30%, 50%, bis zu 75% reduziert Tegut Lebensmittel kurz vor Ablauf der Haltbarkeit. Und so spart sie richtig viel Geld. Ich habe die letzten Tage jede Menge gefunden, zum Beispiel Käse, Wurst, was man ja so fürs Abendessen braucht. Heute Abend wird es wahrscheinlich Geschnetzeltes dann geben. Also man findet immer mehr zu jeder Zeit an reduzierten Sachen, mit denen man unheimlich viel sparen kann. Das sehen immer mehr Kunden so. Eine aktuelle GfK-Studie zeigt, der Anteil derer, die Artikel mit kurzer Haltbarkeit kaufen, ist sprunghaft um ein Viertel auf 40% gestiegen. Handelsexperte Bernhard Heidel bestätigt, die Deutschen kaufen heute ganz anders ein als noch vor wenigen Jahren. Der Vorratskauf, der über eine oder vielleicht sogar über mehrere Wochen geht oder ging, den gibt es in der Form kaum noch. Den machen wenige Haushalte noch. Das wiederum hat zur Folge, dass kurzfristiger geplant werden muss, auch für den Handel. Und zum anderen sind die Kunden bereit, eben Ware kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum zu kaufen und auch noch zu verzehren. Plus minus testet, wer bietet den größten Rabatt bei Essen mit kurzer Haltbarkeit? Wir stellen einen täglichen Einkaufskorb zusammen. Brot, Nudeln, Milch, Wurst und Käse, Butter, Joghurt, Salat und Fleisch. In unserer Stichprobe dabei Edeka, Rewe, Tegut, Aldi und Lidl. Zunächst kaufen wir die Ware zum normalen Preis. Aldi ist mit 15,48 Euro der günstigste, Rewe mit 19,91 Euro der teuerste. Jetzt geht plus minus auf Schnäppchenjagd. Am besten früh morgens. Da sind besonders viele Artikel wegen kurzer Haltbarkeit herabgesetzt. Bei Tegut finden wir fast alle Produkte reduziert. Statt 19,82 Euro zahlen wir mit den Rabatten jetzt nur noch 10,87 Euro. Jeder freut sich über Schnäppchen, oder? Sie nicht? Und wenn ich hier die Hälfte kriegen kann. Komm also mit der Tasche raus. Für dies wird 8 oder 9 Euro. Ist dann voll. Unser nächster Stopp, Edeka. In dieser Filiale finden wir 7 reduzierte Produkte, in der Regel um die Hälfte heruntergesetzt. Statt 19,47 Euro bezahlen wir schließlich 12,02 Euro. Bei Edeka gilt, die meisten Filialen sind eigenständig geführt, jede entscheidet selbst, ob sie reduziert oder nicht. Christian Schleicher macht mit, so will er die Kunden zusätzlich binden. Kunden sagen hier, der und der Markt macht das nicht. Ja, deswegen kommen wir gerne hierher. Wie gesagt, wir machen das wirklich tagtäglich, auch teilweise sehr viel. Ja, ist natürlich in dem Fall schlecht für uns, dass es viel ist, aber wie gesagt, die Kunden freuen sich sehr. Ganz anders dagegen Rewe. Schriftlich teilt uns das Unternehmen mit. Je nach Warengruppe werden die Produkte zwischen 2 und 6 Tage vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums aus dem Verkauf genommen. Heißt, keine Preissenkung. Vor Ort erleben wir das anders. In diesem Rewe etwa finden wir dann doch 3 reduzierte Produkte. Bei einer Haltbarkeit bis zu 3 Tagen bekommen die Kunden 30% Rabatt. Ein Versehen? Wir fragen einen Verkäufer.
Ist das neu bei Ihnen? Sie reduzieren doch normalerweise gar nicht wegen kurzer Haltbarkeit, oder? Haben wir bisher auch nicht. Das ist erstmal nur ein Test, wie das angenommen wird, weil immer mehr Kunden nachfragen. Ich denke, wenn die Kunden so weiter reagieren, dass sie es akzeptieren, Ware kurz vor dem MAD zu kaufen, wird auch die Rewe stärker nachziehen. Gut für die Kunden, denn statt 19,91 Euro bezahlen wir jetzt nur noch 17,89 Euro. Und so rücken Tegut und Edeka mit der höherpreisigen Markenware auf einmal weit nach oben. Rewe hingegen bleibt auf dem letzten Platz. Doch was machen die Discounter? Lidl reduziert munter mit. 8-mal kaufen wir hier günstiger ein, zahlen statt 16,28 Euro nur 11,26 Euro. Ganz anders sieht es bei Aldi aus. Egal ob Nord oder Süd, hier werden ausschließlich Fleisch und Fisch um 30% reduziert. Bei unserem Probeeinkauf zahlen wir deshalb kaum weniger. Und so landet Preisbrecher Aldi schließlich auf dem vorletzten Platz. Der Gewinner unserer Stichprobe, Tegut. Den größten Unterschied finden wir bei den Discountern. Lidl reduziert Artikel kurz vorm Verfallsdatum in Hülle und Fülle. Aldi bisher nur Fleisch und Fisch. Zieht Aldi bald nach? Aldi ist immer etwas konservativer, immer etwas vorsichtiger. Also die werden eher den Markt noch etwas länger beobachten und prüfen und alles verproben, bevor sie Entscheidungen vorschnell treffen. Lidl ist da immer etwas schneller mit solchen Entscheidungen. Die Macht der Kunden macht's möglich. Weil Lebensmittel mit kurzer Haltbarkeit immer beliebter werden, hat der Preiskampf um die reduzierten Schnäppchen im Supermarkt gerade erst so richtig begonnen.